Hallo Leute, heute mache ich mal für euch einen kleinen Test von den Anzündlichtern, die es bei Kaufland gibt, beziehungsweise letztes Jahr habe ich sie bei Woolworth gekauft. Das ist jetzt mein letztes von letztem Jahr. Nein. Und ich werde jetzt mal gucken, ob es wirklich 240 Sekunden sind oder ob das nicht irgendwie nur eine Minute ist oder so. Oder keine Ahnung, weiß ja gar nicht was. Ja. Ich bin mal gespannt. Müsste jetzt eine Minute lang, 240 Sekunden lang brennen. Mal sehen. Auf jeden Fall ist die Flamme sehr schön stark. Also damit kriegt man wirklich alles an. Aber ich bezweifle, dass das hier 240 Sekunden gedacht ist. Schon mal ein großes Sorry dafür, dass ich das gerade hier hochkant aufnehme. Und vor allem mit meinem Handy. Oh, die Flamme ist abgeknickt. Ja, jetzt ist sie wieder gerade. Versuche mal hier mit was hochzuheben. Ja, kommt ja wunderbar, ja. Auf jeden Fall hat man das Gefühl, man hätte hier irgendwie so eine kleine Schneidbrennerlanze. Das ist schon mal schön. Sehr interessant aus. Und einer von denen war doch. Ist der hier? Nee. Sag mal. Also ich weiß nicht. Nee, der ist auch nicht durchgängig. Haben wir denn hier keinen durch? Ich lasse ihn. Auf jeden Fall. Schön hell. Man kann damit auch so rumwedeln. Thank you.
aus. Okay. Geht aus circa. Na, Mittelfingerlänge. Nicht ganz. Also man kann es noch dann gut anfassen. 1,99, 2,99 so in dem Dreh hat es gekostet. Bei Woolworths 2,99, bei Kaufland 1,99. Zeigt mal wieder, dass Woolworths leider doch überteuert ist und naja, das Kaufland-Sortiment doch übernimmt zum Teil. Also was wie Black Arrow gibt es da auch für 1 Euro mehr. Die Anzündlichter gibt es für 1 Euro mehr da. Also, und ja, die Schinken ist nur ein 40er für 5 Euro oder 6 Euro. Ich hoffe, euch hat das gefallen hier, das kleine kurze Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.